Du warst gestern der Spieler mit den meisten Kilometern. Insgesamt die Spieler mit den fünf meisten Kilometern waren alles Jahn-Spieler. Spricht das ein bisschen dafür, wie das Spiel angegangen sei? Ja, das auf jeden Fall. Wer uns kennt, das weiß, dass wir ja alles geben, mehr laufen wollen als der Gegner, aggressiver in den Zweikämpfen sein wollen. Und das haben wir gestern wieder gezeigt. Darüber hinaus war das ein Spiel mit besonderen Anforderungen auch an euch. Viele haben darüber gesprochen, dass es ein bisschen anders war, weil es der Gegner schwierig gemacht hat. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie Sandhausen versucht hat, unsere Stärken zu bekämpfen? Ja, Sandhausen hat das Spiel eigentlich relativ einfach gehalten. Wir haben meistens schon vom Torwart den langen Ball auf Behrens gesucht, dann halt quasi verlängern wollen, und dann ging es halt viel um die zweiten Bälle, und die sind dann meistens bei uns gelandet, und ja, deswegen hatten wir das Spiel eigentlich im Griff gestern.